So, ich begrüße euch zu Folge 23. Nach meinem Fauxpas im letzten Video, jetzt wieder mit der richtigen Nummerierung. Wir begeben uns jetzt erst einmal auf direktem Weg zu unserem liebenswerten Kriegerlehrer, damit wir hier mal neue Sachen lernen. Wir gucken uns mal Mögen kurz die euch die Quest Winde an. leiten. Wir sehen uns wieder. Ja, okay. Jawohl. Die Quest fungiert da, wo wir eh als nächstes hin müssen. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Ja, ich würde jetzt eigentlich sehr gerne wieder einen Dungeon anmelden, aber wir müssen jetzt ganz dringend erstmal zum Lehrer. Das hat jetzt Vorrang. Dann holen wir uns ein Reittier und dann können wir vielleicht noch mal ein Dungeon anmelden. Also mit ziemlicher Sicherheit können wir dann wieder ein Dungeon anmelden. So, wir gucken. Okay, alles klar. Spalten, Schildblock, entwaffnen. Haltung bewahren, wunderbar, heldenhafter Stoß, spöttischer Schlag, jetzt läuft's. Gegenschlag und was Neues bei Verwunden. Da gucken wir doch jetzt gleich mal, was wir hier so verteilen können. Hier Spalten als neuer AOE, der Trank fliegt jetzt raus, den braucht aktuell keiner. Dann haben wir Haltung bewahren ist eine passive, Spott bleibt. Entwaffnen brauchen wir eigentlich eher weniger. Aber das hier brauchen wir. Diese Fähigkeit heißt Schildblock. Erhöht eure Blockchance und euren Blockwert 10 Sekunden lang um 100%. Abklingzeit von 50 Sekunden. Das können wir eigentlich permanent im Bossfight ziehen oder wenn unser Leben mal wirklich runterdroppt. So, was haben wir hier noch? Krieg Gegenschlag, der bringt uns in unserer aktuellen Haltung nichts. Darum nehmen wir den damit rein. Und jetzt gehen wir mal zu unserem Reitlehrer. Wir werden Donnerfels hier verlassen, laufen doch runter und dann sehen wir uns auch wieder. So, hier sind wir dann wieder im Dorf der Bluthufe. Da ist unser Reitlehrer. Gucken wir doch mal. Seid gegrüßt. So. Jetzt können wir uns Was führt euch hierher? eventuell, nein, Seid böse. Reitlehrer. Dann lernen wir das Reiten für fast 4 Gold. Jetzt können wir uns hier ein Reittier aussuchen von den drei hier. Weißer, brauner oder grauer Kodo. Ich persönlich finde den weißen Kodo ganz cool. Ihr könnt die euch hier auch angucken. Das hier ist der weiße. Das hier ist der graue. Und das hier wäre der braune Kodo. Hier sind dann die großen Kodos für später, wenn wir dann das schnelle Reiten lernen. So, einmal aktivieren, dann taucht er bei euch unter Begleiter auf. Dieses Icon könnt ihr euch dann einfach rausziehen. Dann braucht ihr dann nur draufklicken. Und dann habt ihr euer Reittier.
Wir bewegen uns jetzt mit einer Geschwindigkeit von plus 60 zum normalen Rennen. Wir könnten hiermit auch ganz normal laufen, für die, die es interessiert. Aber da haben wir dann halt auch Minuslaufwerte. So, das Ganze jetzt hier wieder zurückfliegen ist eigentlich unnötig, wenn wir einen Ruhestein hätten. Aber da unser Ruhestein noch von CD betroffen ist, werden wir wohl zurückfliegen müssen. So, die Mobs hier bringen uns halt gar keine Erfahrung mehr, sonst hätte ich jetzt gesagt, wir machen hier noch kurz ein paar Mobs für die letzten paar Prozent, damit wir hier noch ein Level up kriegen. Aber nun gut. Wir befassen uns jetzt mal mit der Thematik, wo wir denn als nächstes hinwollen. Diese Quest hier machen wir fertig, wir versuchen die Quests hier unten noch zu machen. Diese Quest können wir getrost rausschmeißen, die ist grau und bringt uns kaum noch Erfahrung. Was wir jetzt aber noch machen können, wir können eigentlich einen neuen Dungeon anmelden. So, erledigt, es fehlt ein DD. Aktuell, der wird aber vermutlich auch bald kommen. Und so lange haben wir auch keine Zeit. Da ist die Einladung. Dann gucken wir mal, was es wird. So, es ist für alle soweit in Ordnung. Dann legen wir los. Hier wird es etwas knackig und auch etwas länger. Diese Instanz in die Höhlen der Wehklagen, die sind sehr groß. Und die Unterhaltung hier schneide ich euch jetzt gerade nochmal raus, weil die ist uninteressant, weil in der Zeit passiert auch nichts. So, jetzt legen wir hier aber wirklich los. Wir sollten hier vielleicht auch wieder auf die Tankskillung gehen. Das wird das hier auch einigermaßen hinkriegen. So, die Map machen wir jetzt erstmal zu. Die ist eh nur im Weg aktuell. Wir haben hier keinen einzigen Melee dabei, sondern nur Ranges. Das ist sehr ungewöhnlich. Und könnte für uns auch etwas hart werden. Da ich wirklich darauf achten muss, dass keiner von denen gehauen wird, weil die das alle nicht überleben. So, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben. Aber nun gut, wir versuchen unser Bestes. Und wir können hier nebenher noch Quests erfüllen. Die Dungeon Quests bringen immer recht viel Erfahrung. Und teilweise auch extrem gutes Gear. Aber natürlich sind sie auch in einem gewissen Maße anstrengend. So, ich gucke hier mit Absicht, dass ich jeden Mob einzeln pull. Mal davon abgesehen, graut es mir vor dieser Instanz immer wieder, weil sie wirklich groß ist, wirklich lange ist und weil man sich sehr gerne darin verlaufen kann. Ich bedanke mich für die Glückwünsche. Freut mich immer wieder mit so einer bis jetzt noch netten Gruppe zu spielen. Ich hoffe, das bleibt so, würde mich sehr freuen.
Die Höhlen des Wehklages sind halt wirklich riesig. So. Du bleibst schön da. Durch unseren letzten Skillpunkt bei Rache. Wir werden jetzt beide Ziele von Rache getroffen, was uns natürlich in dieser Situation äußerst weit bringt, weil wir hier die Aggro von beiden Mobs einfacher halten können. Und somit natürlich unsere wertgeschätzten DDs besser unter die Arme greifen können. Oh, hier haben wir jetzt noch Spalten gekriegt. Spalten ist im Prinzip wie heldenhafter Stoß. Es kommt immer auf euren Auto-Attack mit drauf, wenn ihr es anwählt. Und Spalten trifft mehrere Ziele, die vor euch stehen. Das ist unter anderem auch der Grund, warum dass man Bosse umdreht. Wenn die Bosse so Fähigkeiten haben wie Spalten, trifft sie eine Person, und zwar den Tank. Und wenn sie, also der Boss, dann Richtung Gruppe steht, spaltet er in die komplette Gruppe und die komplette Gruppe kriegt Schaden. Was ja bekanntlich, zumindest mit so einer Gruppe, sehr, sehr gefährlich werden kann, weil die auch ordentlich wehtun können. So, hier müssen wir etwas aufpassen. Wir sollten hier die Druiden im Allgemeinen fokussen, damit die sich schnellstmöglich in eine Schlange verwandeln, weil die hier einen ganz, ganz ungeschickten Effekt casten können, den ich euch eigentlich hoffentlich nicht zeigen kann. Ich gehe aber davon aus, dass ich ihn euch zeigen kann, weil es wäre ja zu schön, um wahr zu sein. So, für die, die wirklich effektiv Tank spielen wollen, das macht man eigentlich nicht. Aber diese Schildkröte droppt zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit ein Schild. Warum nehmen wir den hier jetzt auch gerade mal mit hoch? Haben wir die Aggro von allem, beziehungsweise sollten wir haben. So. So funktioniert das doch schon deutlich besser. Okay, unser Heiler ist oben, out of mana. Das schreibt er jetzt hier auch in die Gruppe. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir haben alles. Hier ist unser garantiertes Schild mit Verteidigungswertung. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Wir lassen den Highlights erstmal Mana regen. Hier habe ich mir vorher noch einen groben Witzstein erstellt mit unserer Schmiedekunst. Den können wir mal auf unser Schwert drauf machen. Mana sieht gut aus, dann geht es hier auch gleich weiter. Dass wir hier auch vorwärts kommen. So, wir haben hier ein neues Schild mit Verteidigungswertung. Das ziehen wir auch an. Unser Leben geht dadurch ein bisschen runter. Kein gutes Stück, aber die Verteidigungswertung bringt uns jetzt erstmal mehr.
genau, wie es aussieht, haben wir einen, der gerade etwas Schwierigkeiten entweder mit dem Game oder mit dem Internet hat. Da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, das geht gleich wieder, dass der auch wieder zu uns stoßen kann. Aber wir werden hier jetzt trotzdem mal relativ unbeirrt einfach weitermachen. Ja. Also wie ihr seht, die Instanz ist recht groß. Wir kommen hier trotzdem vorwärts. Und zwar, ich erkläre es euch jetzt trotzdem. Diese Truhen können einen Schlafzauber zaubern. Und wenn dieser Schlafzauber beispielsweise den hier treffen sollte, wird das etwas blöd, weil der Heiler, wenn er schläft, wie alle anderen, genau, so wie wir es hier jetzt sehen, nichts machen kann. Er schläft nämlich für mehrere Sekunden. Und genau das ist das Problem an diesen Viechern. Aber gut, wenn der Heiler das reinschreibt, dann kann man ja auch damit arbeiten. Hier würfeln wir mal wieder Gier. Wenn wir sie kriegen, wäre das natürlich cool. Können wir hier mal noch kurz ein bisschen umräumen. Okay, wenn die da runter wollen, dann gehen wir da mal runter. Ich werde jetzt zuerst oben rum, aber okay. Im Grundsatz ist mir das ja egal. So, wir haben hier jetzt die Frage, ob wir den kicken. Das können wir machen, indem wir hier eine Ausschlusswahl starten. Das geht nicht, solange Beute verteilt wird. Die Beute ist verteilt, hier ist die Ausschlusswahl. Wenn wir die hier jetzt bestätigen, fliegt er raus. Wir müssen den Dungeon neu anmelden. So, wir nehmen die Schulter mit, einfach nur wegen dem Rüstungswert und der Beweglichkeit. Die Beweglichkeit ist, naja, eigentlich zu vernachlässigen für uns, aber es pusht ein bisschen unsere Ausweichwertung. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen gucken, was wir irgendwie pullen. So war das Ganze jetzt nicht geplant. Aber das sieht doch hier recht schön aus. Okay, wir haben einen Hunter dabei. Wunderbar. So, ich muss natürlich die Frage nochmal stellen für den Hunter. Es ist zwar nervig, aber es wurde mir von unseren GMs so aufgetragen, dass ich mit den Leuten sprechen soll und die fragen soll. So, wunderbar, ich habe die letzte Bestätigung jetzt bekommen von unserem neuen Mitspieler. Ich bedanke mich hierfür noch natürlich und
weiter geht's mit altem Elan. So, nächste bitte. Einmal Schlammklumpen hier ranholen. Diese Fähigkeit ist noch nicht erreicht. So, was wir langsam auch mal noch machen sollten, sind Glyphen besorgen. Das macht ein Inschriftenkundler. Darum werde ich mich auch noch kümmern, dass wir hier welche kriegen. Normalfall sucht man sich einen, fragt ihn, ob er welche machen kann, gibt ihm ein bisschen Geld und fertig ist das. Da wir aber nicht so viel Geld besitzen, die Glyphen teilweise echt teuer sind, auch im Low-Level-Bereich, weil man die trotz allem später immer noch braucht, wie zum Beispiel ein Glyph für Rache, wäre jetzt als Tank gar nicht mal so schlecht, brauchst du später aber auch und kostet halt gleich mal 10 Gold, mal so grob geschätzt. Bei unseren Goldreserven bringt das uns aber nichts. Wann haben wir da eine Truhe? Leder. Interessiert uns nicht. Der VZ wird sich freuen. Und dann geht's auch schon weiter. So, hier sind so komische Schlangen. So. Akku, Edge und Irrfrau sind sie, um das besser sehen. Das krieg diesmal ich, das braucht man für eine Quest. Und ich habe es leider nicht gekriegt, schade. Aber ist auch nicht so schlimm. Es gibt hier schon einige in dieser Instanz, vielleicht kriegen wir noch ein, zwei. Und wenn nicht, zeige ich euch eine Möglichkeit, wo ihr die auch herkriegt. Weil ihr könnt die auch holen, ohne dass ihr in der Instanz seid. Das macht man eigentlich nicht unbedingt. Ich finde es aber ab und zu witzig, einfach mal die Haltung zu wechseln, ein bisschen Schaden rauszudrücken. Und weiter geht's. Unsere Agro freut sich da auf jeden Fall drüber. So, jetzt wird es hier etwas knackiger. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Hier waren wir jetzt auf Mana. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut euch meine Playlist an, schaut mein letztes Video an, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.